zum Fall Kim Wall und Peter Messen ist insgesamt nur sehr wenig bekannt. Klar ist, dass Wall auf das U-Boot des dänischen Tüftlers und Erfinders stieg. Das war am 10. August. Knapp 2 Wochen später ist nun der Torso von Wall auf Amager, einer Insel südlich von Kopenhagen, angeschwemmt worden. Und die Polizei geht davon aus, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen ist. Dem Torso fehlen Arme, Beine und der Kopf. Außerdem war an dem Torso ein Metallstück befestigt, das ihn laut Polizei unter Wasser halten sollte, damit die Leiche nicht aufschwemmt oder überhaupt gefunden wird. Guten Morgen. Ich will gerne starten mit auszudrücken meine größte Mitfühlung mit Kim Walls Pårørende, som jeg i nat måtte give den definitive meddelelse, at vi nu har et DNA-match imellem Kim Wall og den torso, som blev fundet i forgårs. Messen bestreitet die Tat. Er hatte zunächst gesagt, er habe Wall auf einer Insel im Kopenhagener Hafen gesiedelt, auf Refershöhen abgesetzt. Der Fund des Torsos lässt an dieser Theorie zumindest Zweifel aufkommen. Und auch bei seiner Anhörung zur U-Haft hatte Messen diese Version schon korrigiert und gesagt, nein, sie ist umgekommen und ich habe sie auf See bestattet, aber es war ein Unfall. Dadurch, dass die Ermittler jetzt Blut im U-Boot gefunden haben, im U-Boot des Tüftlers, erscheint diese Variante zumindest fraglich. Peter Messen ist oder gilt in Dänemark als sehr bekannter Erfinder und Tüftler, ist ein Ingenieur, wuchs als Sohn eines Zimmermanns auf, sehr bodenständig auf Seeland, ist heute 46 Jahre alt und verkörpert so den Typus moderner Daniel Düsentrieb, wenn man so will. Er hat an Raketen gearbeitet, hat jetzt mit Freunden zusammen dieses U-Boot, um das es jetzt geht, in dem Fall entwickelt. Das hat er über die Jahre hinweg gebaut. In Eigenarbeit hat er umgerechnet mehr als 200.000 Euro reingesteckt. Galt in dänischen Medien immer so auch als der verrückte Raketenmessen, der sich in solche Projekte mit großer Leidenschaft auch einbringt. Das Boot lag zuletzt vor Refalsöen, also vor dem Punkt, an dem angeblich Wall ausgestiegen sein soll. Der Fund, den die Polizei jetzt heute bestätigt hat, lässt darauf schließen, dass diese Version zumindest zweifelhaft ist.